Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Den Herrn Fascia-Kammenkopf sprechen? Ja, richtig. Was war bitte? Ich hab's nicht verstanden. Das ist kein Werbeanruf. Ich nehme keine Kontonummer und Sie haben nichts gewonnen. Schade. Wir melden uns von der Zeit aktuell und bundesweit bei denjenigen, die in Teilzeit oder Vollzeit berufstätig sind. Gehen Sie arbeiten in Voll- oder Teilzeit? Was möchten Sie denn von mir? Es geht darum, dass man Geld extra bekommt, wenn man in Voll- oder Teilzeit arbeitet. Also kriege ich Lohnerhöhung? Geil. Nee, nicht in Lohnerhöhung. Also gehen Sie arbeiten in Voll- oder Teilzeit? Ja, klar. Prima, dann haben Sie auch Anspruch darauf. Erkläre ich Ihnen gerne. Und zwar seit Anfang des Jahres erhält jeder Arbeitnehmer, den das betrifft und der das auch für sich beantragt, noch einmal einen staatlichen Zuschuss durch das Finanzamt. Das heißt, pro Berufsjahr bekommen Sie 20% Zuschuss auf die 480 Euro vermögenswirksame Leistungen, die Sie über Ihren Arbeitgeber mit der Lohnabrechnung erhalten können. Oh, klasse. Sagt Ihnen das etwas, dass Sie diesen Zuschuss auch für sich beantragen können? Ja, ich habe so, gehört? Ich habe so, wie heißt das? Tantiemen kriege ich bei der Arbeit. Das ist das doch, ne? Nee. Es geht um vermögenswirksame Leistungen. Es gibt ja verschiedene. Ja, dieses Bauspardingens da. Genau, ähnlich, genau. Aha. Mhm. Ja? Genau. Das sind ja mal 40 Euro pro Monat, die Ihr Arbeitgeber im Rahmen der Lohnabrechnung monatlich abführt und übrigens bis zu 100% übernehmen kann. Das heißt also, die 40 Euro werden dann ganz normal eingezahlt und am Jahresende bekommen Sie auf das gesparte Geld, das sind ja dann 12 mal 40, 480 Euro, nochmal 20% staatliche Sonderförderung. Oh, das ist ja cool. Danke für die Info. Somit haben Sie unterm Strich zum Jahresende ca. 600 Euro steuerfreies Einkommen zusätzlich zu Ihrem Lohn und zwar pro Berufsjahr. Pro Berufsjahr? Also rückwirkend jetzt oder was? Nicht für rückwirkend, darf man den Antrag stellen. Ach so, ja, wäre ja zu schön gewesen. Rückwirkend wäre schön gewesen. Ja, dann wäre ich reich, da könnte ich zu Hause bleiben. Das Geld bekommt man natürlich nicht einfach so, sondern man muss es beantragen. Ist genauso mit Kindergeld, Arbeitslosengeld, ne, das kennt man ja. Wird das auch mehr? Wird das auch mehr? Nee, man muss den Antrag genauso stellen wie mit Kindergeld und Arbeitslosengeld, das meinte ich. Das heißt also, dafür gibt es jetzt eine neue Regelung. Cool. Das heißt also, Sie müssen den Antrag nicht mehr jedes Jahr wieder neu stellen, so wie das früher war, sondern durch die Digitalisierung stellen Sie Ihren Antrag auf die VWL nur noch einmal online über den Träger der DWG. Das steht für die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft und diesen Antrag bekommen Sie in schriftlicher Form von mir und dadurch haben Sie ab sofort einen gesetzlichen Anspruch für die nächsten 20 Berufsjahre. Das ist doch klasse, dann muss ich zu Steuerberater oder wie läuft das? Nee, ich stelle ja mit Ihnen den Antrag, das heißt also... Also Sie sind selber vom Finanzamt auch oder was? Oder was haben Sie damit zu tun? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir sind der Träger. Das heißt also, Sie sparen das Geld bei uns. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Da, ich wollte gerade sagen, was haben Sie denn davon? Aber das hat sich damit dann auch erledigt, die Frage. Alles gut. Sie müssen aber keine 20 Jahre warten, sondern Sie können halt von Jahr zu Jahr entscheiden, was Sie mit dem Geld machen. Dazu gibt es ein Online-Portal der DWG. In dem persönlichen Mitgliederbereich können Sie zum Beispiel den Arbeitgeberwechsel ändern, die Steuerklasse oder Sie eben auch Geld auszahlen lassen. Also wir wollen da keine Bankdaten von Ihnen haben. Aha, ja? Aber wenn das ausgezahlt wird, dann braucht man ja Bankdaten. Genau, die tragen Sie ja dann selber ein.
Ah, verstehe. So, und Ich dann nehme also keine mal. Bankkarten auf. Nein, die gebe ich auch nicht her. Da bin ich ein gebranntes Sehr Kind, gut. sagt man, glaube ich, in Deutschland. Ja, Wie verstehe, ist das jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre das spare? Da liegt die Kohle so lange bei euch rum, richtig? Genau, richtig, ja. Was kriege ich an Prozenten dafür, dass mein Geld dann so lange da rumliegt? 20%, immer auf die 600 €. Ja, vom Staat, das habe ich ja schon verstanden. Aber Ihre Firma, die arbeitet ja in der Zeit mit meinem Geld. Was habe ich davon? Genau. Sie haben natürlich davon, dass Sie zum Beispiel günstiger mieten, kaufen, wohnen können, ne? Also über uns günstiger eine Wohnung anbieten können oder auch ein Haus Brauche ich kaufen nicht, können. habe ich beides. Mir geht es darum, weißt du, wenn ich bei der Bank mein Geld hinterlege, dann kriege ich ja Zinsen. Muss ich bei euch auch kriegen, wenn ich da 20 Jahre mein Geld deponiere. Und bei uns gibt es keine Zinsen und da ist es ja steuerfrei. Ja, steuerfrei ist das auch, wenn ich das einfach selber mache. Ich meine, ich gebe jetzt hier Ihrer Firma quasi dauerhaft Kredit, da muss ich ja was dafür kriegen. Es ist ja so, dass die 40 €, die werden ja ganz normal eingezahlt. Das Auch System ist mir bekannt, in das die mache ich ja schon Sparanlage. 20 Jahre. Aber ich mache jetzt ja gerade Bauspargeschichte damit und bei meiner Bank Okay. kriege ich Prozente und bei Ihnen kriege ich nichts. Das ist doch nicht gut für mich. Ja, also sie kriegen ja bei uns die 20%. Wenn Sie sagen, das ist jetzt ein gesetzlicher Anspruch, dann kriege ich den ja auch ohne Sie. Das wird ja kein Exklusivdeal zwischen Ihnen und dem Finanzamt sein, oder was? Das Finanzamt sagt, die finden das eine super Sache, dass sie das Geld bei uns sparen und legen dann nochmal 20% obendrauf. Nur bei Und sie Ihnen. kriegen, genau. Das wäre ja aber nach Grundgesetz illegal, weil es darf ja keine Firma vom Staat bevorzugt werden. Das wäre ja nach EU-Gesetzgebung auch schon verboten. Nein, sie sparen ja das Geld bei uns ein. Ja, das weiß ich. Aber wenn nur Sie einen Bonus vom Staat kriegen, dann will den ja jeder haben. Das würde ich mir gerne mal Ja auch. irgendwo. Wo kann ich mir das denn durchlesen? Gibt es da eine E-Mail zu? Sie können sich da gerne die Internetseite anschauen. Und da steht drauf, dass das nur bei Ihnen das Finanzamt macht. Da steht auf jeden Fall, dass der Staat fördert unsere Mitglieder mit 20% auf eine jährliche Einzahlung. Das ist doch klasse. Das heißt, wenn ich das privat mache, kriege ich das nicht. Die 20% nicht, nein. Ja gut, dann habe ich ja doch wieder einen Vorteil, um das zu machen. Ich dachte, das gibt's generell. Deswegen habe ich dann gesagt, warum soll Nein, ich euch denn mein Geld nein, geben? Nicht nein. falsch verstehen, der Waschka, ne? Alles gut, alles gut. Ich bin Businessman, ich muss immer dealen, sonst kann ich nachts nicht schlafen. Das ist eine richtige Krankheit, Alter. Alles gut. Ich versuche auch immer, wenn ich bei Netto bin, das Brötchen ist nicht mehr so schön, wie ich immer Deals machen, aber die dürfen das nicht. Sag, du kannst mir einen Ja. guten Preis machen oder du kannst es abends wegschmeißen. Da sagt er, ja, sehe ich genauso, aber ich darf das nicht. Weißt du, die haben da Ja. Leute sitzen, die haben Millionen an Warenwerte, wo die drauf aufpassen, Ja. aber die dürfen keinen Deal machen, wenn das Brötchen verbrannt ist und ich das trotzdem haben möchte. Weil so Ja, ich verstehe, was du Acrylamid meinst. ist ja gut, weil ich habe ja dunkle Augen, damit meine Augen dunkel bleiben. Aber die Ja. verstehen das nicht. Es ist traurig. Was können wir für Ja. einen Deal machen? Ich muss immer dealen, sonst bin ich unglücklich. Habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Alles gut. Also dealen können wir tatsächlich so nicht. Wie gesagt, Sie haben halt den Vorteil, Sie können günstiger mieten, kaufen, wohnen, haben Einkaufsvorteile. Das heißt also, Sie haben auch noch Prozente beim Einkaufen. Habt ihr zufällig Wohnraum in Emskirchen oder Grundstücke gerade? Können wir mal gucken? Da bin ich tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin. Ich Oh. bin nur da, um mit Ihnen den Antrag zu stellen. Aber wenn Sie den Antrag gestellt haben, bekommen Sie auch eine Mitgliedsnummer. Und dann können Sie sich gerne bei uns melden und dann kriegt man das bestimmt auch hin. Oh, kann man ja mal gucken, weil in Emskirchen, da ist immer so eine schöne Residenz gewesen, die ist jetzt abgerissen worden. Ich bin aber noch nicht Okay. an den Grundstückseigentümer rangekommen. Irgendwo, man sagt, er lebt jetzt im schaurigen Berg, wo auch immer das sein soll. Irgendwo im Wald ist da so eine alte Ruine, aber habe ich auch nicht gefunden. Nicht mal mit Okay. Drohne. Ist der Herr Rainer Winkler. Schon mal Ja, gehört? nee, kenne ich nicht. Auch nicht. Das Also, ist ein Geist, der nee. Typ. Kein Mensch kennt ihn. Die ganze Welt redet über ihn, aber niemand weiß, wer er ist. Das ist wie mit der Bild, das ist wie mit der Bild-Zeitung. Jeder kennt die, aber alle verleugnen, dass sie es lesen. Ja, Ist schrecklich. genau. Ich bin jetzt auf jeden Fall da, mit Ihnen einen Antrag gemeinsam kostenfrei in digitaler Form zu erstellen. Den bekommen Sie gleich in schriftlicher Form von mir per E-Mail.
die Bescheinigung für das Finanzamt und eine Lohnabrechnung als Muster sind auch dabei, sodass man das mit der nächsten Lohnabrechnung dann vergleichen kann. Also brauche ich dann nachher eine Lohnabrechnung zu schicken? Nee, Sie vergleichen das nur einfach nur mit Ihrer. Ich zeige Ihnen gleich eine Musterlohnabrechnung und dann können Sie sehen, wo das mit den vermögenswirksamen Leistungen dann mit drin steht. Sie sagten ja, Sie haben schon vermögenswirksame Leistungen. Aha. Das ist Bauspar, ne? Genau, muss ich das dann kündigen oder was? Nee, das ist eine zweite Sparanlage dann. Sie dürfen ja bis zu 3 Sparanlagen haben. Ah, gut, das ist gut. Aber ich merke schon, jetzt geht's, Papierkram wird kompliziert. Ich stelle mal eben den Wodka weg, sonst schnall ich das gleich nicht mehr. Alles gut. Weil ich habe Nachtschicht gehabt, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen Party machen. Ja. So, was muss ich machen? Alles gut, ich habe jetzt einmal hier erstmal den Vornamen, das ist Basia. Genau. Haben Sie noch einen Zweit- oder einen Doppelnamen? Das ist ein, immer wenn wir dieses Thema anfangen, wird es schwierig. Weißt du, wenn du einem Deutschen sagst, ja, du hast zweites, drittes, viertes Namen, die müssen das immer aufschreiben. Das dauert bei mir dann aber eine halbe Stunde zu buchstabieren. Soll ich es wirklich sagen? Soll ich sagen, dass ich habe, oder soll ich Nein sagen? Die Frage ist, was steht im Ausweis? Weil wir machen ja ganz zum Ende noch eine Ausweisprüfung. Da wird ja geguckt, dass Sie der Herr Kamenkopf sind. Ne? Aha. Was steht denn in dem Ausweis? Beziehungsweise, was haben Sie denn für einen Ausweis? Ein Personalausweis oder einen Reisepass? Da stehen die alle drin. Alle? Okay, Da dürfen Sie mir die sagen. Wirklich? Ja. Wenn die mit drin stehen, dann müssen die mit rein. Oh, das wird lustig. Gut, hast du Lesebrille und Nervennahrung da? Hab ich alles. Geile Sache. Zweiter Name ist Kirillowitsch. Also KY. Weil viele Leute wollen das immer mit U wie Eichhörnchen schreiben und das ist mir dann das ist nicht ganz so gut. Nee, verstehe ich. Also KY? Ja, genau. Und dann Doppel-Leguan. Dann Igel. Wildschwein. Nochmal ein Igel. Ein Taube. Ein Schokofuchs, also SCH. Ja. Und Z wie Zoffliege oder wie auch immer die Viecher heißen. Nächstes Name, also das ist jetzt kommt einmal ein, also das, was jetzt ist, ein Doppel-Zweitname, das heißt, jetzt kommt so ein Minusstrich. Minusstrich, ne? Genau, und dann kommt Feodorov. Feodorov. Mit Vogel am Ende. Ja. Fertig, also jetzt warten wir das eine Ding mit dem Bindestrich, dann kommt ein neues Wort. Katjuscha Sova kommt jetzt als nächstes, das ist ein Name von der Schwiegermutter meiner Tante. Also fast ja. Nee, Katjuscha Sova. Nein, erstmal fast ja. Das ist, das ist der Vorname. Dann kommt Kirillowitsch Feodorov und dann kommt Katjuscha Sova. Okay, dürfen wir einmal buchstabieren? Ja, Katze, Ameise, Tiger. Katze, Ameise, Tiger, ja. Dann kommt der Jaguar. Ja. Uhu. Ein Schwein und ein Hase. Ein Ameise. Ein Ameisenbär? SH. Genau. Ein Ameisenbär. Und dann nochmal ein Schwein. Ein, wie heißen die Viecher nochmal? Ein Ohr? Wie Otto? Fällt dir jetzt gerade kein Tier ein? Was gibt's für ein Tier mit Ohr? Ich muss das immer, das ist auch so ein Zwang bei mir. Ich muss das immer mit Tieren machen. Ein Otter. Otter, wie konnte ich den Otter vergessen? Es lebe das heilige Otterdam. Dann kommt Watzenschwein und nochmal eine Ameise. Okay. Und, und dann ist das auch zum Glück jetzt alle gewesen. Okay, und dann kommt Kamenkopf. Genau. Okay, ja. Ist richtig beschissen. Ich überlege die ganze Zeit, wo wir gerade von Netto gesprochen haben. Stell dir vor, ich werde mir irgendwie Filialleiter bei Netto und da steht das alles auf dem Namensschild. Ja. Da muss immer irgend so ein Typ hinterherlaufen, der den zweiten Teil von diesem Schild hält, weil das gar nicht auf eines drauf passt.
Das könnte schwierig werden. Genau. Altschauerberg 104b ist noch richtig? Ja, ja, klar, klar. Super, 91448 in Emskirchen? Ja, das sind wir in Mittelfranken. Nee, Mittelfranken, okay. Super. Nee, Mittelfranken. Ganz ach, wichtig. Mittelfranken. Meerschweinchen, Eber, zweimal der Domfalke und der Leguan. Mittelfranken. Ah, okay. Dann dürfen Sie mir eine E-Mail-Adresse sagen, wo ich Ihnen den Antrag hinschicken darf. Ja, ich mag ja Tiere. Taube wie der Vogel. 88 at aol.com. Okay, perfekt. Und einmal das Geburtsdatum bitte. Ja, es ist der 8. Mai 89. Moment. 8.5.1989, ne? So ist das. Okay. Dann fragen wir den Arbeitgeber ein, wie heißt denn die Firma, wo Sie beschäftigt sind? Wer bezahlt Sie denn da? Kirov Luftschiffe. Aha. Ja, von wo? Also in Emskirchen auch, oder? Ah, das ist Staatsgeheimnis. Das darf ich tatsächlich nicht sagen, wo die Produktionsstätte sind. Das ist militärische Geschichten. Von wo aus kriegen Sie denn die Lohn ab? Sparkasse. Hallo, Devoschka. Ne, ich guck grad. Nee, finde ich nicht. Alles gut. Was steht denn da noch auf der Lohnabrechnung drauf? Da steht streng vertraulich. Okay. Also es kommt über Steuerberater. Also das sind Sachen, da geht es jetzt wirklich in militärische Sicherheitsstufen. Darüber darf ich nicht sprechen. Ja, okay. Dann kann ich das leider auch gar nicht machen. Weil wir tragen ja den Arbeitgeber ein, damit der das halt ganz normal abführt. Ne? Na, das habe ich ja alles gesagt. Kirov Luftschiffe. Brauchen wir da Steuer-ID oder was brauchen wir? Nee, aber eine Straße zum Beispiel. Oh, brr, da muss ich tatsächlich mal fragen, wie das läuft. Oder reicht die vom Steuerberater von dem, der das macht? Die reicht auch, ja. Wie heißt denn das? Rudi Winkler. Und der ist wo? In Emskirchen? Der ist auch in Emskirchen, Altschauerberg 8. Also Emskirchen ist ja so ein Tarndorf. Ja. Kann man so quasi sagen. Das sind die ganzen Sachen Gemälde, die da gar nicht, die existieren gar nicht, aber so läuft das halt, ne? Ja. Finde ich tatsächlich auch jetzt nicht. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist streng geheim, der ganze Kram. Wo kommt eigentlich, woher habt ihr eigentlich meine Telefonnummer? Wir melden uns bei allen, die Anspruch auf die vermögenswirksamen Leistungen haben, und man hatte sich mal mit der Nummer eingetragen. Ja, wir müssen uns da gar nicht bei Ihnen melden. Bei wem denn? Das sehe ich hier nicht. Das ist aber schlecht, weil Sie müssten ja auch, wenn Sie solche Anrufe tätigen, in der Lage sein, mir das Double Opt-in zu übermitteln. Das müsste ich Ihnen ja gegeben haben. Tesla-Modell. Alles klar. Das heißt, Sie haben bei Elon Musk Kundendaten eingekauft, oder was? Das sehe ich nicht, wo das war. Schlecht. Ne? Dann verrate ich es Ihnen zum Ende einmal, diese Daten, mit denen Sie anrufen. Also es gibt weder diesen Namen noch die Firma noch sonst irgendwas. Ihre Firma kauft Daten bei Datenhändlern, die mit Telefonbetrügern zusammenarbeiten. Daher kommt das. Alles, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist ausgedacht. Und nur Betrüger haben diese Telefonnummer und diese Namen. Vielleicht mal lieben Gruß an Ihren Chef. Die arbeiten mit Kriminellen zusammen. Ja. Alles so. Gut. Na? Alles klar. Dann noch einen schönen Tag, ja? Sagst du nochmal ein Medal off für mich zum Ende? Alles gut. Ich muss weiterarbeiten, ja? Shalom, Kawaii. Ciao. Tschüss.